Das ist die Terrasse von meinem Hostel. Und hier geht's in die Küche rein. Naja, ich werde das mal morgen wahrscheinlich nochmal in Ruhe alles aufnehmen. Sehr interessant. Also hier sind 80% der Leute, die hier in dem Hostel sind, sind Pilger, die auf dem Weg nach Santiago de Compostela sind. Und wenn man die fragt, ob die religiös sind, dann verneinen die das. Und zwar ausnahmslos bisher. Es war einer dabei, der hatte zwar ein Christenkreuz auf dem Arm tätowiert, aber selbst der hat gesagt, der ist eigentlich nicht religiös. Und das ist für mich seltsam. Also ich sozusagen, die Leute gehen in ein Kloster und übernachten da und kriegen ihren Pilgerausweis von der Kirche. Und wenn man sie dann fragt, ob sie religiös sind, dann sagen sie, nee. Also es ist so, jetzt habe ich gerade mit jemandem gesprochen, die meinte, die macht die Tour, weil das weil es halt sehr einfach ist, ne? Durchorganisiert, man muss sich keine Sorgen machen, dass man einen Schlafplatz findet. Das macht auf jeden Fall auch Sinn, ne? Wenn man das unter dem Aspekt sieht. Aber irgendwie, das passt nicht in mein Weltbild. Ich denke immer, so religiöse Sachen müssen religiöse Leute machen und nicht religiöse Leute machen irgendwas anderes, ne? Das ist so, naja. Vielleicht noch von meiner christlichen Erziehung her, ne? Das ist so, dass es da so eine scharfe Trennung auch damals bei uns immer gab, ne? Zwischen den Leuten, die zur Kirche gehen und die nicht zur Kirche gehen. Naja, auf jeden Fall sind die Leute, scheinen sich die Leute auch ein bisschen angegriffen zu fühlen durch meine Frage. Ich habe nicht den Eindruck, dass ich mir damit unglaublich Freunde mache. Insofern werde ich das jetzt mal unterlassen, in Zukunft die Leute danach zu fragen. Es sei denn, sie kommen selber auf das Thema. Aber ich glaube, die Antworten, die ich haben wollte, die habe ich jetzt auch bekommen. Da wird nicht mehr sehr viel mehr Variationen drin sein. Ich habe jetzt angefangen, ein Video zusammenzuschneiden aus den ganzen Clips, die wir gemacht haben, als wir damals von Berlin nach Israel und zurückgefahren sind, und setze mich jetzt so das erste Mal mit so Videoschnitt auseinander und mit Tonunterlegung und mit, naja, wie man so eine Clips halbwegs so zusammenschneidet, dass man nicht am Ende komplett einschläft. Also das sind die, alle Clips zusammengeschnitten, sind ziemlich genau eine Stunde, und es muss irgendwie, muss es abenteuerlich bleiben, damit man es auch durchhält. Dann werde ich jetzt mal weiter an meinem Videoschnittprojekt arbeiten und heute Abend noch ein bisschen in Pamplona rumgehen. Gestern war ich schon da in dieser Straße, wo sie die Stiere immer durchjagen, wenn hier dieses Stierfest ist. Eigentlich echt ganz schön, die Altstadt. Und ja, mal gucken. Heute Abend vielleicht nochmal in so einer Tapas-Bar. Nochmal irgendwas essen oder so. Nochmal einen Wein trinken vielleicht. Naja, mal gucken.